Dieses Video wird euch präsentiert von Card Market, Europas größter Plattform zum An- und Verkaufen von Einzelkarten. Aber nicht nur das, ihr könnt hier unter anderem noch Displays, Spielmatten, Würfel und was euer Herz noch so begehrt von eurem Lieblings-TCG erwerben. Von daher checkt die Seite gerne mal aus, alles dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Sonntag, das bedeutet unser Wochenende ist wie immer leider Gottes rum. Nichtsdestotrotz habe ich hier wieder einen Schmankerl für euch und zwar einen neuen Market Watch. Wir wollen uns Karten angucken aus dem neuesten Battle of Legend und was das Set mit einigen anderen Karten angerichtet hat, das werden wir uns auch anschauen und zusätzlich werden wir uns auch noch Karten anschauen, die gerade krass am Droppen sind, weil wir nämlich bald die Megatin bei uns begrüßen dürfen und natürlich, weil die National vorbei ist. Und damit haben wir auch genug gequatscht, wir starten direkt rein in den Marktwatch. Und wir beginnen auch direkt mit dem Set Battles of Legend und zwar beginnen wir da mit einer Karte, die es nur als Quarter gibt und das finde ich ein bisschen schade und auch fragwürdig. Man hätte natürlich den Blue Ice Spielern ruhig diese Karte auch als Secret Rare zu Verfügung stellen können. Aufgrund dessen ist diese Karte natürlich unfassbar teuer. Die geht hier los bei 298,99, ist dann hier bei 300 Euro, 300 Euro und dann schon bei 312 Euro. Dieses Fusionsmonster wirst du wahrscheinlich so gut wie gar nicht beschwören können, weil du einfach unfassbar krasse Beschwörungsbedingungen hast. Erstens, es muss fusionsbeschworen werden, das heißt, du musst auch das Material haben, was da drauf steht und das sind entweder der ultimative blauäugige Drache oder drei Blue Eyes und du brauchst noch zusätzlich dann ein Chaos-Ritual-Monster dazu. Kann auch, glaube ich, der Black Luster Soldier sein, aber ist halt relativ schwierig. Also der Black Luster Soldier auch als Ritualmonster, von daher das alles irgendwie aufs Board zu bekommen, beziehungsweise in der Hand zu halten, ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber wenn ihr da vielleicht eine Combo habt, dann schreibt die doch gerne mal in die Kommentare, weil ich blick die bisher noch nicht. Auf jeden Fall extrem schade, dass diese Karte halt nur als Quarter enthalten ist. Weiter geht's mit Infernoid Evil. Dieses Monster wirst du natürlich auch gerne in dein Infernoid Deck implementieren und das One-Off startet hier bei 5,60 Euro, 5,70 Euro oder das erste Place kannst du hier auch schon ergattern für 5,98 Euro die Kopie. Du siehst ja auch anhand des Preisgrafen, dass diese Karte immer weiter am Droppen ist. Ich glaube auch, dass die Karte noch weiter nach unten geht. Das gleiche gilt auch tatsächlich bei Repair Genix Controller. Auch eine Karte, die natürlich unfassbar gut ist für diesen Archetype, aber auch eine Karte, die unfassbar anfällig ist. Erstmal, diese Karte lässt sich immer weiter extenden, was natürlich sehr, sehr nice ist. Doch wenn du darauf eine Imperm bekommst oder irgendeine andere Handtrap, dann tut das halt schon extrem weh. Und dann war es halt das auch tatsächlich mit dem ganzen Zug. Von daher wird Genix wahrscheinlich eher ein Fun-Deck bleiben und nicht wirklich irgendwie im Rogue-Segment bzw. im Tier 2 oder Tier 1 Bereich anklopfen können. Weiter geht's mit Skystriker Ace Azalea Temperance und diese Karte wirst du wahrscheinlich maximal auf 1 in deinem Skystriker Deck spielen, weshalb auch diese Karte höchstwahrscheinlich noch günstiger werden wird. Zurzeit kostet dich hier dein One-Off 2,20 Euro, 2,30 Euro oder hier nochmal 2,30 Euro. Dann gibt es aus meiner Sicht ein neues Super-Poly-Target und zwar hier diesen Ace Spade Speculation. Diese Karte kannst du fusionsbeschwören mit Super-Poly, sofern dort ein gebucktes Monster sich befinden sollte, was weniger als 2500 Def hat. Und das ist natürlich, wenn du selber zum Beispiel eine Karte setzt, auch kein Problem und schon kannst du vielleicht das ein oder andere Monster, was vielleicht ein Problem sein könnte, aus dem Weg räumen. Du musst natürlich bedenken, dass deine Normal Summon, beziehungsweise auch dein Set dann deine Normal Summon ist, dass die dann schon raus ist. Du brauchst also dann noch weitere Möglichkeiten über Special Summons oder was weiß ich, dann noch weiter zu spielen. Von daher vielleicht kein schlechtes Super Poly Target, sofern du natürlich das umspielen kannst, dass du deine Normal Summon nicht mehr benötigst. Diese Karte ist auch unfassbar günstig. Sie startet hier bei 2 Cent, 10 Cent oder hier nochmal bei 10 Cent. Weiter geht's mit Shining Star Dragon und diese Karte hat aus meiner Sicht gutes Potenzial, vielleicht in Dragon Link gespielt zu werden, weil nämlich diese Karte aussagt, dass wir sie in unserer Hand vorzeigen dürfen, sofern sich dann ein Synchromonster in unserem Friedhof befindet. Dann können wir nämlich dieses Monster, wenn ich mich jetzt nicht täusche, spezial beschwören und dürfen dann noch das Synchromonster aus unserem Friedhof wieder spezial beschwören. Das heißt, wir können hier vielleicht dann sofort in ein Synchro 10er gehen oder auch Synchro 12er. Also auf jeden Fall eine Karte für Dragon Link aus meiner Sicht. Gerne natürlich dazu eure Meinung, gerade die Dragon Link Spieler, mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Karte. Diese Karte startet als One-Off bei 98 Cent, 99 Cent, 99 Cent und das erste Playset geht hier los bei 1,33 Euro, 1,34 Euro oder hier nochmal 1,34 Euro die Kopie. Dann haben wir hier einen richtig nice Reprint bekommen und zwar Aroma Jasmine. Diese Karte funktioniert ja in Ragnar, Raikar, Rika unfassbar gut. Sie wird dort auf 3 gespielt und deswegen schauen wir uns hier auch gerne mal das Playset an. Das geht hier los bei 3 Euro die Kopie, 3,09 Euro oder hier nochmal 3,11 Euro.
Sollte sich das wirklich durchsetzen, dass jetzt vielleicht mehr Spieler auf Ragnar, Raika, Rika zurückgreifen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch diese Karte auf lange Sicht wieder zweistellig werden kann. Weiter geht's mit markierte Fusion, auch aus meiner Sicht ein richtig nicer Reprint. Diese Karte hat natürlich schon zwei Prints, ein Ulti-Print und einmal den Print aus dem Structure Deck. Diese Karte ging da tatsächlich schon so um die 1 Euro und das ist für eine Karte aus dem Structure Deck halt tatsächlich gar nicht mal so wenig. Vor allem, weil das Structure Deck auch noch gar nicht so alt ist. Jetzt bekommst du hier die Secret Rare auch für fast 1 Euro, aber ich finde, dieser Secret Rare Effekt bei dieser Karte ist unfassbar nice. Also ich habe mir die Karte angeguckt, sieht schon echt Zucker aus. Das Playset startet hier bei 80 Cent die Kopie, dann hier 92 Cent oder hier dann nochmal bei 98 Cent die Kopie. Dann haben wir auch den Dämmerungsdrachen bekommen. Die Karte ging ja auch ihre 15, 16, 17 Euro. Von daher auch ein richtig netter Reprint. Und du siehst auch bereits, dass die Karte wieder am Steigen ist. Du brauchst ja in der Regel, wenn du es mit dem Puppet Lock spielen möchtest, zwei Kopien von dieser Karte. Und da bist du hier bei 4,70 Euro, 4,90 Euro oder hier nochmal bei 4,93 Euro die Kopie. Dann haben wir tatsächlich auch die ganzen Sprite-Karten als Reprint bekommen. Was unfassbar überraschend für mich war. Ich hätte mit diesen Karten tatsächlich erst in der Tin gerechnet. Und du siehst auch bereits, dass Sprite Blue tatsächlich wieder am Steigen ist, weil wir natürlich jetzt mit den neuen Ice Barrier Karten die Möglichkeit haben, auch Toad relativ zügig wieder aufs Board zu klatschen bei Sprite, was natürlich an dieser Stelle auch gar nicht so schlecht ist. Den guten Blau brauchst du natürlich als Playset und da bist du hier bei 1,31 Euro, 1,34 Euro oder hier bei 1,35 Euro die Kopie. Dann haben wir auch Riesen Sprite bekommen, da brauchst du ja in der Regel, je nachdem mit was du es natürlich zusammenspielst, aber eigentlich schon so um die zwei Kopien, da bist du hier bei 40 Cent die Kopie, 50 Cent oder hier nochmal bei 50 Cent die Kopie. Dann haben wir tatsächlich auch Sprite Sprint bekommen, eine Karte, die ja auch so um die 10 bis 12 Euro ging, von daher hier auch ein netter Reprint von Konami, gut gemacht an dieser Stelle. Von dieser Karte brauchen wir in der Regel nur einen One-Off und da sind wir hier bei 28 Cent, 39 Cent oder hier 40 Cent. Dann haben wir auch noch den Starter bekommen, auch natürlich eine essentielle Karte in Sprite, ist ja tatsächlich eine One-Card-Kombo, von daher nimmt man die gerne mit auf 3 und das Playset kostet uns hier 4 Euro die Kopie, 5,20 Euro oder dann hier 5,89 Euro die Kopie. Dann, wie angesprochen, wir haben ja Ice Barrier Support bekommen. Da wollen wir uns gerne mal das neue Stufe 2 Monster angucken, was halt hier den Tod legen kann. Davon wirst du wahrscheinlich ein One-Off spielen in Sprite, aber wahrscheinlich in Ice Barrier tatsächlich ein ganzes Playset benötigen. Das Playset startet hier bei 5,30 Euro, das One-Off natürlich auch, beziehungsweise geht das One-Off dann hier weiter bei 5,50 Euro, 5,50 Euro und das nächste Playset ist dann hier unten erst bei 6,09 Euro die Kopie. Dann habe ich noch ein weiteres Ice Barrier Support Monster für euch und zwar den Schwertkämpfer Georgos, wenn ich den jetzt richtig ausgesprochen habe. Diese Karte wirst du wahrscheinlich als One-Off benötigen und da bist du hier bei 95 Cent, 98 Cent oder dann hier bei 1 Euro. Und dann haben wir noch ein neues Synchro Monster bekommen, was auch wieder leicht am Steigen ist. Anhand des Preisgrafen seht ihr das hier. Das One-Off, was du vielleicht von dieser Karte nur benötigst, kostet hier 1,70 Euro, 1,74 Euro oder hier 1,75 Euro. Dann kommen wir zum nächsten Synchro-Monster. Und das ist explodiert in ihrem Preis, meine Freunde. Warum? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe es noch nicht so richtig geblickt. Warum ist dieses Monster auf einmal so unfassbar teuer? Ey, das ist mir echt ein Rätsel. Auf jeden Fall ging diese Karte hier so zwischen 4 bis 5 Euro über den Ladentisch. Jetzt kostet dich hier das One-Off 14 Euro, 14,93 oder hier 14,95 Euro. Unfassbar teuer. Vielleicht ist es auch ein Shortprint, keine Ahnung. Ich habe es ja selber nicht geöffnet, das Set, von daher gerne in die Kommentare, helft mir dabei. Dann geht es weiter mit dem Ritual Beast Support und da gucken wir uns mal die gute Lara an. Diese Karte ist auch explodiert, meine Freunde. Schaut euch das an, die Karte ging hier zwischen 10 und 11 Euro über den Ladentisch. Bam! Die ist richtig, richtig teuer, beziehungsweise geht hier das Two-Off nur los bei 19,60 Euro, 19,88 Euro. Aber du brauchst ja eigentlich ein Playset von dieser Karte. Und da bist du hier bei 19,95 Euro die Kopie, 19,95 Euro oder dann hier schon fast bei 20 Euro die Kopie. Diese Karte brauchst du ja wie angesprochen als Playset und dieser Archetype hat auch richtig krasses Potenzial, weil du ja hier auch wieder Kontaktfusionen durchführen kannst vom Banish Pearl und vom Friedhof, wenn ich mich jetzt nicht täusche, indem du das Material einfach zurückmischst, was halt auch wunderbar ist, beziehungsweise perfekt ist fürs Grindgame. Und dieses Deck ist auch in der Lage, noch den Shifter zu spielen, weil du halt wie angesprochen Kontaktfusion aus dem Banish Pearl machen kannst. Unfassbar krass, also generell kann dieser Archetype auch einiges an Non-Engine spielen, also ja,
Interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie oft wir vielleicht dieses Deck demnächst bei irgendwelchen Top-Platzierungen sehen werden. Dann haben wir noch eine neue permanente Spell davon bekommen. Die Karte ist nicht im Ansatz so teuer, weshalb man die Karte wahrscheinlich nur auf 1 spielt. Ich habe mich tatsächlich noch nicht so viel mit dem Archetype beschäftigt. Von daher die Experten unter euch gerne in die Kommentare, wie oft spielt man diese permanente Spell. Diese Karte kostet uns als One-Off 1 Euro, 1 Euro, 1,05 Euro. Oder wenn wir gerne mal gucken wollen, was die Karte als Playset kostet, sind wir hier bei 1,73 Euro, 1,74 Euro oder hier nochmal bei 1,74 Euro die Kopie. Weiter geht's mit einem weiteren Reprint, den ich auch extrem nice finde, und zwar die gute Wahrsagerin. Diese Karte wird sich wahrscheinlich trotzdem, weil sie halt schon generic ist, so um die 2 bis 3 Euro im Endeffekt einpendeln. Zurzeit sind wir hier im Playset bei 1,15 Euro, 1,20 Euro oder hier 1,20 Euro die Kopie. Dann habe ich hier noch eine weitere Karte für euch, und zwar Öl. Und diese Karte hält sich relativ konstant zwischen 2 und 3 Euro. Das One-Off startet hier bei 2 Euro, 2,20 Euro oder hier 2,25 Euro. Und das erste Playset geht hier los bei 2,74 Euro, 2,79 Euro oder dann hier unten bei 2,82 Euro die Kopie. Die Karte ist auch gar nicht so schlecht, wenn du selber jetzt ein Feuerdeck spielst und vielleicht wirklich dazu neigst, relativ viel in den Friedhof zu senden. Dann darfst du nämlich, wenn du die Karte aktivierst, 2 Feuermonster mit Stufe 4 oder niedriger wählen, die nur einen unterschiedlichen Namen haben müssen, und dann darfst du dir beide davon wieder deine Hand hinzufügen. Ist vielleicht für Volcanic gar nicht mal so schlecht. Weiter geht's mit Kurikara, Gottheitsinkarnation, auch eine Karte, die wieder krass am Steigen ist, weil die Karte wohl geshortprintet sein soll. Das One-Off startet hier bei 7,50 Euro und das erste Playset bekommt ihr hier für 8,49 Euro, 8,49 Euro oder hier 8,95 Euro die Kopie. Dann habe ich noch die Ersatzkröte für euch, auch ein nicer Reprint, gerade für die älteren Spieler unter euch, beziehungsweise die das ältere Format spielen wollen. Und da tatsächlich auch einiges ging, von daher hier an dieser Stelle auch ein nicer Reprint. Die Karte geht als One-Off los bei 2,80 Euro, 2,95 Euro oder hier 3 Euro. Und das erste Playset startet hier bei 3,95 Euro oder dann hier bei 4,32 Euro die Kopie. Dann gibt es noch Schnappstahl für uns, auch ein nicer Reprint, auf jeden Fall ein schicker Reprint, sieht richtig krass aus, die Secret Rare. Da geht es los bei 1,50 Euro, 1,70 Euro, 1,72 Euro. Und wir haben natürlich noch Phantom of Jubel. Die Karte wird sich wahrscheinlich auch lange halten, so über die 50 Euro. Zurzeit kosten uns hier die 2-Offs, die wir ja brauchen, wenn wir gerne diese Engine spielen wollen, beziehungsweise wenn wir natürlich Jubel spielen wollen, 57,44, 59,50 oder hier 59,95 die Kopie. Ist extrem teuer an dieser Stelle. Und an dieser Stelle, meine Freunde, möchte ich gerne nochmal zu Final Saga springen, denn die Spielmatten wird es bald geben. Von daher hier den Wink nochmal mit dem Soundfall. Wenn ihr davon eine haben wollt, dann könnt ihr hier noch ein bisschen sparen und plus Yamikris 10 könnt ihr noch weiter sparen, und zwar ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Und ich weiß, jetzt wird wieder der ein oder andere in die Kommentare schreiben, ja, aber wir dürfen das bald nicht mehr spielen wegen der neuen Policy. Die neue Policy gilt erstmal nur für die EM, und ich glaube nicht, dass Konami das wirklich ausweiten wird, weil Konami damit wahrscheinlich schon den ein oder anderen Spieler vergrauen wird. Von daher könnt ihr hier auf jeden Fall noch ordentlich sparen und wie angesprochen mit Yamikris 10 noch weitere 10% obendrauf. Weiter geht's mit der Lightning Quem, die Tugendhafte. Diese Karte war nämlich nicht in Battles of Legend drin und aufgrund dessen ist die Karte auch wieder etwas gestiegen in ihrem Preis. Natürlich ist die Karte krass gedroppt wegen der Tin und auch weil bei uns die National vorbei ist und natürlich nicht jeder, der jetzt vielleicht diese Karte sich rangeholt hat, zur EM fährt. Das ist natürlich durchaus klar. Nichtsdestotrotz geht die Karte immer noch 30 Euro, 30 Euro oder hier 31,50, was natürlich auch gar nicht so wenig ist. Was natürlich bedeutet, wenn du die Karte zu Hause übrig hast und selber dieses Deck nicht mehr spielst, dann ist auf jeden Fall jetzt kein schlechter Zeitpunkt, sich von dieser Karte zu trennen. Das gleiche gilt natürlich auch bei dem Heiligfeuerdrachen. Die Karte war natürlich auch nicht im Battles of Legend drin, wird aber höchstwahrscheinlich in der Tin drin sein, geht immer noch ihre 15 bis 16 Euro hier. Von daher, wenn du die Karte jetzt auch hast und nicht mehr spielen möchtest, dann am besten jetzt auch verkaufen. Und dann habe ich noch den Austauschfrosch für euch. Natürlich wegen des Ice Barrier Supports wird die Karte natürlich auch wieder relevanter sein, weil nämlich diese Karte durchaus in dem Archetype von Ice Barrier durchaus auf 3 gespielt wird und du kannst halt, wie angesprochen, relativ schnell den Tod bauen und vielleicht sogar in Ice Barrier zweimal den Tod legen, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Du brauchst also von dieser Karte ein ganzes Playset und da bist du hier bei 5,94 Euro, 5,98 Euro oder hier schon fast bei 6 Euro die Kopie. Auch hier könnte man natürlich sagen, wenn du die Karte zu Hause hast und du willst Ice Barrier nicht spielen, beziehungsweise auch nicht Sprite, dann könnte man natürlich auch jetzt sagen, verkauft diese Karte. Dann geht es weiter mit Krötelig Umwerfen. Die Karte müssen wir uns natürlich auch aufgrund von Ice Barrier angucken, beziehungsweise natürlich auch aufgrund der Sprite Reprints. Die Karte ist nämlich auch schon am Steigen. Wir gucken uns hier den letzten Print dieser Karte an. Da sind wir hier im Magnificent Mavens übrigens. Und da geht das One-Off los bei 2,85 Euro, 2,94 Euro oder hier 2,97 Euro. Sollte Ice Barrier vielleicht wirklich gar kein schlechtes Deck werden, hat diese Karte auch Potenzial, wieder teurer zu werden.
Dann geht's weiter mit Infernoite Deviati. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die Karte ist in letzter Zeit krass am Steigen und es liegt daran, dass diese Karte keinen weiteren Reprint gesehen hat, beziehungsweise war sie halt nicht in dem letzten Battles of Legend drin. Und das One-Off startet hier bei 7 Cent, 10 Cent, 10 Cent. Und das erste Playset, meine Freunde, das geht los bei 49 Cent, 49 Cent oder hier nochmal bei 49 Cent die Kopie. Weiter geht's mit dem Geisterungeheuer Zähmer Ältester. Diese Karte wirst du auch auf 3 brauchen, wenn du Ritualbeast spielen möchtest und du siehst, was hier passiert ist, weil diese Karte auch nicht in Battles of Legend drin war. Diese Karte, wie angesprochen, brauchst du als Playset, kostet dich hier 13,69 €, 14 Euro oder hier nochmal 14 Euro die Kopie. Dann geht's weiter mit dem Kennerhawk und über diese Karte haben wir ja letztes Mal schon gesprochen und ich dachte, man braucht die Karte nur als One-Off, da wurde ich aber in den Kommentaren korrigiert. Wir brauchen diese Karte als Playset, weil diese Karte wohl auch ein guter Starter sein soll. Das Playset geht hier los bei 4 Euro die Kopie, dann sind wir hier schon bei 5 Euro oder hier nochmal bei 5 Euro die Kopie. Von daher auch ein extremer Preisanstieg, wenn ihr mal schaut, was die Karte vorher so ging. Dann habe ich noch den Geisterungeheuer Ulti Apelio für euch. Auch eine Karte, die bisher nur einen Print hat und aufgrund dessen vielleicht auch das Potenzial hat zu steigen. Das One-Off startet hier bei 1,19 €, 1,50 € oder hier nochmal bei 1,50 €. Dann müssen wir auch mal über die Drytron-Karten sprechen, weil auch diese Karten waren nicht in den Battles of Legend drin. Drytron bekommt Support und der Support ist wirklich nice, meine Freunde. Also ich freue mich persönlich extrem drauf, von daher schaut euch das Deck mal an und vielleicht ist es ja auch was für euch. Also es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß zu spielen. Der gute Alpha hier, der hat bisher nur einen Print und das könnte natürlich zur Folge haben, dass auch diese Karte in ihrem Preis steigen könnte. Zurzeit kostet dich dein Playset hier, da müssen wir sogar schon umschlagen, meine Freunde. Da sind wir hier bei 34 Cent, 35 Cent oder hier nochmal bei 35 Cent die Kopie. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn die Karte dann irgendwann in Euro geht, haben wir halt hier auch schon über 100% Preisanstieg. Ne? Dann haben wir noch Dwighton Nova, auch jetzt ein One-Card-Starter tatsächlich, was extrem nice ist. Und die Karte brauchen wir natürlich aufgrund dessen auch auf 3. Und da sind wir hier bei 25 Euro, 25 Euro oder hier bei 26 Euro die Kopie. Und wir haben natürlich noch unsere Ritual-Spell, die wir, je nachdem wie du dich halt wohler fühlst, auf 1 oder auf 2 spielst. Das One-Off kostet dich hier 8,80 €, 8,88 € oder hier fast 10 Euro, beziehungsweise das Two-Off bekommst du hier für 9,95 € oder dann hier unten für 12,49 € die Kopie. Du brauchst aber davon eigentlich kein Playset. Dann geht es weiter mit den Live-Twins beziehungsweise mit den Evil-Twins, weil auch diese Karten haben das Potenzial nochmal zu steigen, nicht nur wegen Sprite natürlich, sondern auch wegen Fiendsmith, weil du nämlich Fiendsmith wunderbar mit Live-Twin beziehungsweise mit Evil-Twin kombinieren kannst. Und Live-Twin Lila kostet uns im Playset zurzeit 79 Cent, 99 Cent oder hier 1 Euro die Kopie. Dann schauen wir uns natürlich noch Kizike an. Davon brauchen wir natürlich auch ein Playset. Und da sind wir bei 79 Cent, dann hier bei 1 Euro oder hier nochmal bei 1 Euro die Kopie. Dann haben wir noch Evil Twins, Kizike und Lila. Und diese Karte ist auch unfassbar gut, gerade mit Ultimate Slayer beziehungsweise mit Sunny. Evil Twin Sunny, so heißt sie richtig. Du kannst ja dann mit Ultimate Slayer dieses Link-Monster senden und kannst dann dank des Effekts des Link-Monsters dann auch diese Karte von deiner Hand oder von deinem Deck reinsenden und darfst noch eine weitere Karte in den Friedhof senden vom Gegner, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist, mit Ultimate Slayer dann 2 Interrupts rauszuhauen, was unfassbar stark ist. Du musst aber dafür natürlich diesen Brick spielen und wenn du den auf der Hand hast, wirst du dich wahrscheinlich schon ärgern. Vor allem, wenn du keinen Ultimate Slayer auf der Hand hast. Diese Karte wirst du aber so oder so nur auf 1 brauchen und da bist du über 7,50 €, 7,77 € oder hier 7,80 €. Und von dieser Karte gibt es auch nur 143 verfügbare Artikel. Dann müssen wir natürlich auch nochmal Lord von Yama uns etwas angucken. Die Karte hat natürlich auch nochmal das Potenzial, wenn Fiendsmith dann bei uns erschienen ist, nochmal zu steigen. Zurzeit kostet uns hier das Playset 22 €, 22 € oder dann hier unten schon 24,98 € die Kopie. Und wir müssen natürlich aufgrund von Fiendsmith uns auch den sagenhaften Lurie nochmal angucken. Eine Karte, die sich so langsam auf ihre 3 Euro zubewegt. Zurzeit sind wir hier bei 2,79 €, 2,88 € oder hier 2,88 €. Du brauchst von dieser Karte eigentlich auch nur ein One-Off. Dann kannst du natürlich auch Fiendsmith wunderbar mit Musketiere zusammenspielen. Und da wollen wir jetzt mal stellvertretende Überkreuzüberlegenheit uns anschauen. Diese Karte wirst du auf 3 benötigen und da bist du hier bei 4,50 €. 5 Euro oder hier 6 Euro die Kopie. Und auch diese Karten haben ja keinen Reprint gesehen in dem letzten Battles of Legend. Und die werden wahrscheinlich auch dieses Jahr keinen Reprint mehr sehen. Es sei denn, wir bekommen vielleicht noch mal eine Rarity Collection. Aber das steht ja nochmal in den Sternen. Von daher haben natürlich auch die Karten hier um die ganzen Musketiere nochmal das Potenzial zu steigen, wenn Fiendsmith bei uns erschienen ist. Dann geht's weiter mit Himmelsjäger Ass Azalea. Und diese Karte wird wahrscheinlich auch dank Fiendsmith in das eine oder andere Extra-Deck jetzt zurückkehren. Weil wir nämlich für die Linkbeschwörung nur 2 Licht und
und oder Finsternismonster benötigen. Das ist halt relativ einfach zu machen heutzutage. Das One-Off kostet uns hier 12,95 €, 13 Euro oder hier 14 Euro. Und diese Karte hat natürlich auch das Potenzial zu steigen, meine Freunde. Dann geht's weiter mit den Centurion-Karten. Da gucken wir uns jetzt mal die Trudea an, weil nämlich Centurion mit White Woods einen unfassbaren Push erleben wird und dieses Deck einfach viel, viel konstanter wird. Die gute Trudea brauchen wir auf 3 und da sind wir bei 16,98 €, 16,99 € oder hier 17,59 € die Kopie. Die Karten sind gefühlt so günstig wie noch nie. Das gleiche gilt auch bei der guten Primera, die brauchen wir natürlich auch auf 3. Da sind wir bei 18 €, 19,90 € oder hier 20 € die Kopie. Und dann haben wir natürlich noch Emblema Schwur, auch richtig günstig. Die Karte ging mal ihre 40 €, meine Freunde. Da sind wir jetzt hier bei 22 €, 22,50 € oder hier 23 € die Kopie. Zusätzlich brauchen wir natürlich noch den Feuerroten Drachen. Auch die Karte ist wieder etwas gestiegen in ihrem Preis. Da sind wir jetzt hier bei 12,90 €, 12,98 €, 13 €. Natürlich sind das alles Karten, die das Potenzial haben, in der Tin zu erscheinen. Dann kannst du White Woods auch noch mit Hexwerker zusammenspielen und da habe ich jetzt hier einmal die Pause für euch. Die Secret Rare, du kannst das Ganze auch noch gerne in Ultra Rare spielen, da bist du ein bisschen günstiger. Die Pause brauchst du auf 3. Und da bist du hier bei 3,30 €, 4 € oder hier bei 6 € die Kopie. Wir können uns gerne mal den Print aus der Megatin angucken. Da sind wir hier bei 1,84 €, dann sind wir hier bei 3 € oder hier bei 3,49 € die Kopie. Dann habe ich noch Petor für euch, auch eine Karte, die unfassbar gestiegen ist in ihrem Preis. Das Playset kostet uns jetzt 1,50 €, 1,65 € oder hier 1,73 €. Und in der Megatin kostet uns die Karte 61 Cent, 95 Cent oder hier 1,17 € die Kopie. Dann kannst du tatsächlich auch White Woods mit Runix zusammenspielen, meine Freunde. Deswegen schauen wir uns hier stellvertretend mal die Spitze an. Die Karte hat mich jetzt langsam ihre 7 € erreicht, beziehungsweise auch schon überschritten, wie ich hier sehe. Hier sind wir bei 7 €, 7,15 € oder hier 7,19 € die Kopie. Memento Dlanisch bekommt ja auch jetzt endlich seinen Support und da haben wir jetzt hier unter anderem die Knochenparty, die wir uns anschauen wollen. Also den Support bekommen wir erst in Infinite Forbidden, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben das hier in Battles of Legend bekommen, das war jetzt nicht der Fall. Diese Karte brauchen wir natürlich als Playset und da sind wir hier bei 18 €, 20 € oder hier 21,79 € die Kopie. Und wir haben natürlich noch die Engenhexe, die brauchen wir auch als Playset, da sind wir bei 19 €, 19,77 € oder hier 19,79 € die Kopie. Ragnar Ryker wird auch Support bekommen, nochmal in Infinite Forbidden und hat ja auch bei den Nationals gute Performance abgelegt und deswegen ist der böse Samen auch unter anderem gestiegen in seinem Preis. Wir brauchen von dieser Karte ein Playset und da sind wir hier bei 15,79 €, 15,90 € oder dann hier bei 16 € die Kopie. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Ragnar Ryker ja eine Toolbox ist für Reptilien, für Insekten und auch für Pflanzen. Dann bekommt ja auch der Gimmick Puppet Lock, würde ich fast sagen. Aber nein, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern Gimmick Marionetten an sich bekommen Support. Und deswegen schauen wir uns hier nochmal die Chimärenpuppe an, weil die Karte bisher nur einen Print hat. Diese Karte werden wir wahrscheinlich auf 2 benötigen. Und da sind wir hier bei 47 Cent, 49 Cent oder hier bei 50 Cent. Dieses Deck möchte dich ja gern FTK'en. Das heißt, wenn du keine Handflaps spielst oder sonstiges, dann wirst du auf jeden Fall gegen dieses Deck verlieren, wenn dieses Deck den Würfelwurf gewinnt. Von daher sollte man vielleicht jetzt doch wieder überlegen, die eine oder andere Handflap vielleicht auch aufgrund dessen in sein Main-Deck zu packen. Unter anderem könnte das zum Beispiel der Vados, der Eruptionsdrache der Auslöschung sein, weil diese Karte ja die Field Spell des Gegners auslöschen kann, also zerstören kann, indem wir ihn einfach via Quick Effect dann auf die Spielfeldseite unseres Gegners beschwören. Und die Spielfeldzauberkarte von Gimmick Marionetten ist ja das Problem und das kann natürlich der Dude wunderbar outen. Das Playset kostet uns hier 20 €, 20 € oder hier 20 € die Kopie. Dann könnte man natürlich aufgrund der Fiendsmith Engine wieder überlegen, mehr Bystier zu spielen, weshalb wir uns hier mal wieder ein paar Bystiers angucken wollen, unter anderem den Magnum-Hut. Davon dürfen wir ja leider Gottes nur ein One-Off spielen und da sind wir bei 1,85 €, 1,89 € oder hier 2 €. Den guten Druoswurm dürfen wir immer noch als Playset spielen, da sind wir hier bei 12,90 €, 13 € oder hier 13,47 € die Kopie. Den Sarunir dürfen wir auch noch als Playset spielen, da sind wir hier bei 5 €, 5,19 € oder hier 5,23 € die Kopie. Du könntest hier natürlich auch die DD-Krähe spielen, die zieht ja auch das valide Tage weg, was dich vielleicht nerven könnte. Davon kannst du natürlich auch ein Playset spielen und da bist du bei 40 Cent die Kopie, 45 Cent oder hier 46 Cent die Kopie. Dann kommen wir jetzt zu Karten, die wieder gestiegen sind in ihrem Preis. Unter anderem der finstere Korridor für Dark World, natürlich sehr, sehr interessant. Eine Karte, da streitet man sich noch immer, ob man die auf 2 oder auf 3 spielt. Wir schauen uns mal gerne das Tour auf an. Da sind wir hier bei 11,49 €, 11,98 € oder hier 11,99 €. Das erste Playset startet hier tatsächlich erst bei 15,80 €, 15,90 € oder hier 15,90 € die Kopie. Dann habe ich hier noch die schwarze Ziegelacht für euch, auch eine Karte, die im
immer weiter am Steigen ist. Das Playset kostet uns mittlerweile 19,94 €, 23,95 € oder das war's dann tatsächlich schon. Wir können mal gerne Deutschland ausmachen. Mal gucken, wo wir dann uns befinden. Dann sind wir hier zum Beispiel aus Belgien bei 14,72 €. Dann sind wir hier aus Slowenien bei 14,99 € sogar noch im Playset, was vielleicht gar kein schlechter Preis ist. Ihr müsst natürlich hier mal bedenken, dass ihr vielleicht höhere Versandkosten habt. Dann habe ich hier noch den Magie Deutsche Salon für euch. Eine Karte, die auch keinen Reprint bekommen hat in Battles of Legend. Und es hat sich hier halt auch so ein bisschen in seinem Preis bemerkbar gemacht. Magie Deutsche bekommt ja auch Support in Infinite Forbidden. Und diese Karte ist ja mitunter essentiell für dieses Deck. Deshalb gucken wir uns mal gerne das One-Off an. Und da sind wir hier bei 17,47 €, 17,48 € oder hier 17,50 €. Und das erste Playset bekommt ihr hier für 17,80 € oder dann hier fast für 18 € die Kopie. Weiter geht's mit Loptre, Schatten der Generator Bosse. Auch eine Karte, die bisher nur einen Print hat tatsächlich. Und diese Karte geht immer noch zweistellig. Das One-Off startet hier bei 10 €, 10,21 €. Du brauchst aber, wenn du gerne Generator spielen möchtest, diese Karte auf 3. Und da bist du bei 11 €, 13,89 € oder hier nochmal bei 14 € die Kopie. Das gleiche gilt auch beim guten Protoss. Die Karte hat auch bisher nur einen Print und die hat jetzt fast ihre 30 € geknackt. Wir sind hier bei 29,90 €, 29,95 € oder dann sind wir hier sogar schon bei 30 € angekommen, meine Freunde. Von daher eine Karte, die einfach unfassbar teuer geworden ist. Das gleiche gilt tatsächlich auch fast bei Aufgegebene Seele. Die Karte geht auch irgendwann mal zweistellig, wenn es so weitergeht. Das One-Off bekommt ihr hier immer noch für 7,30 €, 7,89 € oder dann hier 7,94 €. Die Karte ist immer weiter am Steigen. Die Karte ersetzt halt Linkuribo. Wenn diese Karte bald keinen Reprint bekommen wird, wird sie halt wie angesprochen auch bald zweistellig gehen. Dann gucken wir uns Karten an, die immer weiter am Droppen sind. Unter anderem sehr viele Karten aus Age of Overlord. Und da haben wir jetzt hier den Supersternschlechter Typhoon. Die Karte geht jetzt keine 33 € mehr, sondern nur noch 22 €, 24 €, 24 €. Dann habe ich hier auch noch Amset Ehre des Horus. Die Karte geht jetzt auch keine 45 € mehr, sondern nur noch 38,99 €, 39,98 € oder hier 40 € die Kopie. Immer noch teuer, keine Frage. Wanted, unfassbar günstig. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier fast mal bei 15 € waren. Wir sind hier bei 16,98 €. Die Kopie 16,99 € im Playset oder hier 17 € im Playset. Richtig, richtig günstig. Das gleiche gilt auch für Diabelza, die schwarze Hexe. Diese Karte kostet nur noch 18,99 €, 19 € oder hier 19,49 € im Playset. Unfassbar günstig. SP, kleine Ritterin, natürlich auch unfassbar günstig geworden im Vergleich, was die Karte mal ging. 120 €. Wir sind jetzt hier nur noch bei 75 €, 75 €, 75 €. Die Karte wird wahrscheinlich ja in der Megatin gereprintet. Dann habe ich hier noch Arias, die Lab und Butlerin für euch. Eine Karte, die sich im Gegensatz zu den anderen Karten noch relativ konstant hält. Wir sind hier bei 16 €, 16,80 € oder hier 17 € die Kopie. Aufgrund dessen müssen wir natürlich mal einen Blick auf Transaction Rollback werfen, beziehungsweise nicht nur wegen Labund, sondern auch wegen Fiendsmith. Wir können ja da relativ zügig eine Beatrice bauen und können ja dann einige Faxen mit diversen Traps anstellen, unter anderem hier auch mit Transaction Rollback. Diese Karte brauchen wir wahrscheinlich nur als One-Off und da sind wir hier bei 23,99 €, 24,24 € oder hier nochmal bei 24,89 €. Dann habe ich noch ein paar Karten aus Power of the Elements, die ihr jetzt vielleicht verkaufen solltet, sofern ihr natürlich selber diese Karten nicht spielt, beziehungsweise die Karten zu Hause rumliegen habt, weil die Karten, da habe ich eigentlich schon ein gutes Gefühl, dass die safe in der Megatin drin sein werden. Unter anderem hier Lieblingskontakt für die ganzen Heldenspieler, sehr, sehr gute Karte. Das One-Off könnt ihr loswerden für 8 €, 9 € oder hier nochmal 9 €. Und die letzte Karte, die wir hier haben, ist Elementarheld glänzender Neos Flügelmann. Auch eine Karte, die hier fast ihre 8 € geht. Hier sind wir bei 7 €, 7,89 € oder hier fast bei 8 € angekommen. Und damit, meine Freunde, möchte ich auch gerne diesen Marketwatch beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat und natürlich im Idealfall dir geholfen hat, die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Sollte das der Fall sein, dann auf jeden Fall liken und abonnieren, meine Freunde. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.